Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Hausflipper. Hier sind wir da. Ja, wir gucken mal wieder, was wir an Aufträgen neu haben. Wir wissen es ja schon eigentlich. Ja, er will ein neues Bad, ein zweites Bad. Okay, der will ein Badezimmer und Werkstatt irgendwas. Der eine will Entrümpelung. Dann haben wir noch ein Kitschhaus. Ja, ich glaube, wir nehmen jetzt mal den Michael Bird. Der steht auch schon eine Weile an. Der hier so eine witzige Anmache in Betreff stehen hat. So, Herrn, hey, herzliches Hallöchen. Ich freue mich, dass du mir deine Hilfe bei der Renovierung angeboten hast. Ich hoffe, das Angebot immer noch aktuell ist. Du würdest doch so einer tollen Person wie mir nicht absagen, oder? Nun, die Sache sieht so aus. Vor einem Monat bin ich in das Haus meiner Cousine gezogen. Sie ist eine, naja, wie soll man sagen, Künstlerin. Ihre künstlerische Seele flüstert ihr nachts ins Ohr, dass sie in einem Haus leben muss, welches aussieht wie, ja, ein Tannenbaum. Wirklich? Da tun mir schon die Augen weh. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin dadurch so wütend, dass ich ständig mürrisch herumlaufe und bald davon Falten bekomme. Das wäre erst eine Tragödie. Wir müssen das irgendwie regeln und du, mein Schnuckel, wirst mir dabei helfen. Noch bevor meine Cousine von der Tournee wiederkommt, musst du alle Wände neu streichen. Mit normalen Farben selbstständig. Ruhig, gelassen, du weißt, was ich mag. Danke für alles. Vergiss nicht, Gas zu geben. Küsschen, Michael Bird. Wow, okay, das... Da müssen wir uns ins Zeug legen. Ja, wenn es so aussieht wie hier. Wollen wir doch mal schauen, was wir da vorliegen haben. Künstlerisches Haus. Ja, also der Garten sieht doch eigentlich schon gar nicht so schlecht aus wie diesen Rondells hier. Naja, jetzt machen wir mal auf hier. Öffnen. Okay, erstmal rotes Flur. Streichen mit den Farben. Verblichene Zitrone. Okay, dann mache ich mal die Türe zu. Das soll ein Spiegel sein, sieht man bloß nichts. Ja, dann fangen wir doch gleich mal hier an mit Streichen, oder? Wenn wir schon da sind. Die anderen Räume gucken wir uns dann an. So. Farben. Zitrone, das müsste doch irgendwo da unten sein. Nö. Doch, verblichene Zitrone. Jetzt kaufen. 13,80 kostet der hier, der Behälter. So, wo ist meine Rolle? Ne, das ist der Wischer. Damit ging es vielleicht auch. Aber wir nehmen doch lieber die Rolle, wie die immer dann dick wird hier. So. Ah, hier seht ihr meine dünnen Spaghetti-Ärmchen übrigens immer wieder beim Streichen. Ja, man sieht ja eigentlich den Mensch nicht, der hier das, also der hier mein Charakter ist, ne? Ist eigentlich manchmal ein bisschen schade und die Spiegel gehen ja leider nicht, ne? Das haben sie sich einfach erspart sozusagen, das Übel sozusagen. Haben gesagt, nee, die Spiegel, die gibt es zwar, aber die spiegeln einfach nicht. Das finde ich halt immer ein bisschen schade. Ich mag es eigentlich, wenn so Sachen dann funktionieren. Aber vielleicht kommt es ja auch noch, wir wissen es nicht. Mein Grafik ist das Spiel schon ziemlich aufwendig. Ja, meine Grafikkarte hat hier doch schon ziemlich schwitzend. Also schwitzt hier schon. So heiß wird die bei anderen Spielen nicht, also wo eigentlich von mir aus Grafiker aufwendiger sind, ne? Ja, gut, ich hoffe nur, er kriegt keinen Stress mit seiner Schwester, wenn er jetzt hier alles verändert. Dann, ja, gut, da kann ich nichts dazu, wenn es so lange nicht bezahlt wird, ne? Soll mir das dann egal sein? So, schwupps. Dann machen wir hier weiter. So ein Flur geht ja eigentlich recht schnell, ne? So, jetzt hier der Sturz da oben. Okay. Wieder neue Tonke. Das wird ja hier das Flur lang, der Farbeimer. So. Ich hoffe, es will man nicht irgendwie ein Pünktchen oder so eine gepünktelte Wand hier. Das wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja, Flecken könnte man kriegen. Einfach mal Wasserballons nehmen und mit Farbe füllen und dann gegen die Wand klatschen, oder? Das ist dann abstrakte Kunst. So, das ist erledigt. So, ich nehme mir wieder das hier in die Hand. Öffnen. Da geht es in den Keller runter. Ist da auch was zu tun? Keine Aufgabe, okay. Aber wir gucken mal.
Die Heizung ist gar nicht vorhanden, oder wie? Nur leere Regale. Gut. Wollte ich nur wissen. So. Also wir müssen hier noch streichen anscheinend. So. Ja, ein munteres, schönes Grün eigentlich. Streichen mit den Farben heller Pfirsich. Ach, echt? Aber das ist doch hier auch schön. So, den Farbtopf kann ich gar nicht weggeben. Ja, gut. Schade. Da passt doch der Teppich gar nicht mehr zum Grün, oder? Und die Bilder und alles. Also komm. Naja. Gut, des Kundenwunsches müssen wir respektieren. Heller Pfirsich. So, das machen wir weg. Heller Pfirsich ist das hier. Das sind alles so gedeckte Farben, so ein bisschen. Oh, Gitarre. Aha, spielt hier jemand Gitarre? Halt. Farbrolle. Schwupp. Einfach über die gebrauchte Farbe, die noch drin ist hier. Das ist kein Problem. Übrigens hier der Sturz, der ist ja sogar nicht gestrichen, ne? Aber wahrscheinlich verlangt das Auftragsprotokoll hier, dass wir alles streichen hier. So, Farbe. Lalalala. Echt, streichen ist wirklich einfacher wie tapezieren. So. Jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich das Bett wegtun muss. Ich kann es ja auch nicht einfach mal so in die Hosentasche stecken, ne? Wenn das weg müsste. So, aber wir müssten da irgendwie rumkommen. Also ohne jetzt hier. Normalerweise müssten wir ja die Möbel erstmal einsammeln und da wieder hinstellen, ne? Aber das können wir uns in dem Ding sparen. So, schwupp. Okay. Na. Hörst du denn? Ah, da schläft ein Teddybär. Also meine Farbe wäre das jetzt nicht unbedingt so. Das ist ja Pfirsich. Pfirsichfarben. Aber diese Zitronenfarben, das ist schon schön eigentlich. Aber das ist mir zu rötlich, sag ich mal so. So, hier. Und dann hier nochmal reintunken ordentlich und wieder weiter streichen. Über dem Türsturz, das ist immer schön, da braucht man so viel Farbe, ne? Eigentlich. Ich weiß nicht, ob das berücksichtigt wird sogar. Ach, das ist das Eulenbild hier. Sieht ja schön aus. Ich habe es jetzt nur im Shop gesehen, aber in Natura sieht es natürlich noch schöner aus. So, streich die Wand. So, warte mal, hier sind wir noch nicht richtig hier. Da haben wir die Stürze noch vergessen und so. Tunk. Lalalala. So, unten sind es immer Doppelfelder und hier sind es immer die schmalen Streifen. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? So, hier noch der Strich. Haben wir den hier schon? Ja. Oder die Farbe ist leer. Ja. So, Momento. Ne, das haben wir schon. Gut. Dann kommt es hier. Ja, das geht auch wesentlich schnell hier. Also von daher ist ja nur so ein kleines Stückle hier zu streichen. So. Hier das Strichle. Wahrscheinlich müssen wir nochmal tunken, ja. So. Hier noch. Was fehlt denn jetzt noch? Ah ja, hier unten. Hinterm Heizkörper. So. Ah, da ist mir gerade. Hä? So, ich krieg gedacht, die Farbe ist weg. Ja, auf jeden Fall ist da ein Fehler. So, das ist auch erledigt. Gucken wir mal hier. Ach, das war der Keller. Danke. Den braucht man immer. Was haben wir hier? Das ist die Küche. Die Küche mit hellem Pfirsich. Warte mal, das war doch hier die Farbe, oder? Zeig mal an. Ja, das war die Farbe. Da kann ich auch nochmal na einmal nachkaufen, weil das reicht sie ja sowieso nicht. So. Jetzt ist er leer. Aha. Ja, gut, das ist hier zebramäßig gestreift. Hat aber auch eigentlich würde passen. Naja, gut, aber ich kann ihn halt nicht lassen, so wie ich das möchte. Ne? Ich muss dem Kundenwunsch entsprechen. So.
Was ich da will, das zählt einfach nicht. So, der ist leer, der Eimer. Dann machen wir hier weiter. So und so. Ich weiß gar nicht, ob es zählt, wenn man die Wand nur so ein bisschen antüncht. Weil es geht ja auch eigentlich, ne? Aber ich tue ja wirklich, bis keine Farbe mehr weiter aufgetragen wird, immer hier an der Wand hinklatschen. Dass die Farbe auch wirklich komplett zur Geltung kommt. So. Das war's. Ach, in der Küche steht die Waschmaschine. Ja, das kann man auch manchmal, ne? Das hat man manchmal, dass halt alles an Gerätschaften in einem Raum stehen. So, darf ich mal hier, ja. Das ist auch ein Gasherd, wie man sieht hier. So, hat nicht jeder ein Elektroherd sozusagen. Gas, ja gut, bei Gas, das ist mir immer so ein bisschen heikeln, ja. So von wegen Sicherheit, ne? Wenn man mal vergisst, den Hahn abzudrehen oder so, ne? Gut, bei den modernen Geräten sollte eigentlich nichts passieren. Es sei denn halt, das Ventil ist kaputt. Sag mal, komme ich hier auch hin? Ja. Na, das ist wirklich ein Designer-Kühlschrank hier. So, ich brauche neue Farbe. Ja, eigentlich hat ja alles gepasst zu dem Ganzen hier, ne? Aber ja, jetzt halt mit neuer Farbe. So, hier die Fensterleibung. Machen wir gleich mal mit hier. Die ist sowieso nie gestrichen worden, von daher. Das ist auch mal ungewöhnlich, so ein bisschen, ne? Dass das nicht gestrichen ist. So, hier. Ja, da dreht die Musik ordentlich auf. Na gut, die haben wir jetzt eigentlich auch schon die ganze Zeit. Tunk. Also ich glaube, die Farbe wird mir nicht reichen. Da muss ich noch einen Topf kaufen. Wir haben gerade mal 50% des Raumes. So, das war's schon wieder. Schwupp. Ja, da gab es ja auch mal so einen geilen... ja, wie heißt das? Farbroller. Wo man so im Stock praktisch, hier im Stab, die Farbe reingesaugt hat aus dem Eimer und dann einfach durch leichten Druck konnte man so die Farbe praktisch in die Rolle drücken, ganz leicht. Und hat halt dann nicht so laufend hier in den Eimer eintunken müssen, ne? Und hat dann eigentlich auch einen gleichmäßigeren Farbanstrich und kleckert nicht rum. Das ist nämlich das immer mit der Sache hier. Ich habe auch schon Decke gestrichen, das mache ich total ungern. Weil, ja, wenn du eine Farbe hast, die halt spritzt und tropft, da musst du den kompletten Boden erstmal abdecken und alles und ja, auf sich selber eigentlich noch abdecken, ne? Ja, weil sonst wird man halt versprenkelt. So, dann hier. Ja, es ist leer. Dann nochmal eine helle Pfirsich. So, und den Rest werfen wir gleich mal weg hier. So. Schlürf. So, jetzt wird hier das... Na, ich bin zu weit weg. So. Also wie gesagt, ich verstehe es immer noch nicht, wieso... Was der minimale Fortschritt soll und dann diese Nachricht, jetzt kann ich irgendwie die nicht beendeten Aufträge beenden. Wenn, dann mache ich hier doch komplett fertig, oder? So, okay. Lalalala, wie schön ist das hier? So, sieht fast aus wie Putz. Ja, es ist Farbe. So, immer die preisgünstige Alternative, wenn die Tapete bestreichbar ist, dass man einfach Farbe nimmt und das bestreicht hier. So, werde ich fertig? Ich weiß nicht, ob wir das nochmal brauchen vielleicht. Ah, hier noch. Im Schlafzimmer. Streiche mit den Farben schläfriges Blau.
Ja, die können wir nicht wegwerfen, die Farbe. Und verkaufen können wir sie jetzt gerade auch nicht. Leer, weg hier. Schläfriges Blau, das war ziemlich weit oben. 16, 14 kostet so ein Farbeimer. So, die Tür können wir gleich mal zumachen, die stört sonst bloß. So. Das haben wir ja schon mal verwendet, dieses Blau. Ja, eigentlich müsste man ja dann solche gebrauchten Farbtöpfe, wo noch was drin ist, irgendwie ins Inventar geben können und die dann später noch verbrauchen, wenn man die mal wieder irgendwann braucht. Das wäre doch auch praktisch. So. Na. Das ist ein bisschen schwierig hier. Leer ist die Rolle. Dann machen wir hier weiter. So, noch keinen neuen Punkt-App bekommen hier verstreichen. Dauert halt noch ein bisschen anscheinend. So, dann machen wir hier mal fertig. Die Stürze mache ich eigentlich am liebsten immer zum Schluss. Ich mache mal hier auf der Seite weiter. Also die Türstürze ja. Die Fensterleibungen, die mache ich eigentlich immer gern zum Schluss dann. So meine ich's. So. Und hier. Na, na, nicht ganz. Die Farbe ist noch ein bisschen hell. Wir wollen das gleichmäßig Deckung haben hier, deswegen ja, machen wir da keine Experimente. So. Ah ja, gut, das ist auch so, das zählt auch bloß, also so kurz anklicken zählt nicht, zum Beispiel hier, das zählt nicht. Man muss hier schon wirklich, bis das gedeckt ist, dann zählt es auch. Also man kann hier jetzt nicht halb anstreichen und dann ist gut. Also das, was ich vorher mal gedacht habe, das ist damit beantwortet, die Sache hier. Man muss komplett die Streichung vollführen hier. Den Anstrich vollführen. So. Und dann machen wir hier mal das Fenster fertig hier oben. Hier die erste Leibung. So. Hier noch unten am Bett hier. Ja. Nochmal. Reicht die Farbe oder reicht sie nicht? Bräuchten größere Farbtöpfe. Fähigkeitenpunkt verfügbar. So, da gucke ich doch gleich mal rein. Noch kleinerer Verbrauch von Farbe. Streichen schneller. Haben wir neu verbessert. Streiche drei Wände gleichzeitig. Könnte man auch nochmal machen. Oder schneller streichen. Oh je, da muss man viel streichen. Na komm, wir machen mal das hier, dass wir schneller streichen können. So. Designerregal übrigens. Es ist noch was in der Rolle, jetzt nicht mehr. So, Schlürf. Das könnte gerade so ausreichen hier. Mit der Farbe, ich weiß es nur nicht. So, das geht ratzefatze hier. Hier. Und das ist ja gestrichen. Okay. Dann hier noch. Fabi. Und der Fenster natürlich auch alles schön streichen. Ja, heute machen wir blau, ne? So, 100%. Der Auftrag ist zu 100% abgeschlossen. Ja gut, Farbe kann ich halt nicht verkaufen mehr. Dann bleibt mir bloß noch abgeben. Beenden. Ah, 5000 für das ganze Jahr. Jawohl. Sehr schön. Wir bevorzugen eine Ausstange aus Holz. Ja gut. Jedem das, was er will, ne? So. Tü-tü. So, wieder rein in unser Gebäude. Gucken wir mal, was wir jetzt haben.
Ich weiß halt nicht, was die Gebäude so kosten. Was haben wir denn hier? Das ist das erste Büro. Okay. Ja, zum Verkauf. Verlassenes Haus. Verbranntes Haus. Was haben wir noch? Campinghaus. Haus mit ungebetenen Gästen. Haus eines Genießers. Haus nach einer Überschwemmung. Haus vieler Generationen. Ah, das sind alle gleich, so circa um die 80 Quadratmeter. Was haben wir hier? Da haben wir ein größeres. Das Haus der Admin-Legende. Haus und Auto. 105 Quadratmeter. Genial. Was haben wir noch? Ein Haus, das langweilig wurde. Ein Haus mit einem Geheimnis. Das macht mir Angst. Ein Haus einer wechselhaften Frau. Boah, 145 Quadratmeter. Nicht schlecht. Schlechter Effekt. Garage mit einem Bunker. Okay. Altes Haus mit Bunker. Bunker vom Onkel. Was haben wir hier? Rosa Königreich, nicht bewohntes Haus. 213 Quadratmeter. Das muss ich haben, aber kostet auch einen stolzen Preis. Was haben wir noch? Oder es geht noch größer. 282 Quadratmeter. Haus eines jungen Ehepaars und ein Familienhaus. Ja. Gut. Dann haben wir das. Mail. Wir brauchen noch ein bisschen Geld hier. Ein Bunker zum Leben, um die Garage putzen, Kitschhaus, Haus streichen. Ja, gestrichen haben wir jetzt schon ewig, ey. Ich habe keinen Bock mehr vom Streichen hier. Haus zu reparieren. Eduard untreu. Notwendig zwei Bad. Kommt, das nehmen wir mal an. Guten Tag. Ich habe ein großes Haus gekauft. Doch ein zweites Bad ist dringend angebracht. Ich habe das aber erst nach einer Woche gemerkt und weiß, dass ich es länger nicht aushalte. An der Küche ist ein Raum, der sich dafür ideal eignet. Da müssten sogar alle Anschlüsse sein. Ach ja, die Wände in den Schlafzimmern müssten auch gestrichen werden. Viele Grüße, Eduard Untreu. Ah, nochmal streichen. Okay, gut. Viele gewöhnliche Möbel, was bitte? So, Legeboden. Oh ja, da geht's ab. Dauert jetzt ab. Jetzt gucken wir erst noch mal hier in die Nachbarschaft rein. Schick, schicke Nachbarschaft hier. So, öffnen. So, was haben wir hier? Modifiziere die Wände. Also das wäre die Wand hier. Okay, ist viel Diele eigentlich hier. Also so Durchgang hier. Und die Wand soll weg hier. Aha. Es wird auch ein Schlauch hier dann. Naja, gut, dann fangen wir mal an mit dem Abbrechen hier. Was ist denn das? Ach, das ist eine Kelle. Ah. So, die Türen können wir ja schon mal verkaufen. Pam. Pam. So, und jetzt das Hämmerchen. Wo ist das Hämmerchen? Hier. Also, die Wand hier soll weg. Pam! Pam! Und hier das Sturz gleich hier abbröckeln lassen. So Minecraft-mäßig hier, ne? Nee. Gib mir einen Riesenhammer und ich mach dir alles kaputt. Ich mach's kaputt! Was ist denn da? Kann das weg oder muss es bleiben? Nee, das kann weg. Dann hier. Zum Glück müssen wir den Bauschutt nicht selber wegräumen. Der räumt sich selber weg. So, dann haben wir hier einen neuen Punkt bekommen. Let me see. Verbesserter Hammer haben wir schon. Schnelleres Abreißen. Leistung gesteigert. Was bringt mir das? Ach komm, wir machen mal Leistung gesteigert. So. Kurz gehe. Lass mich sehen. Eine Wand muss noch weg irgendwie. Warte, was ist denn hier drin los? Ah, da muss man was montieren. Also irgendwo hat er noch eine Wand, aber ich sehe es gerade nicht. Ah, doch hier. Warte mal, das ist die Wand hier, ne?
Zack. Ja, sieht ein bisschen besser aus. Streichen müssen wir die ganze Sache ja auch, ne? Warte mal, oder verputzen, warte mal. Wo ist denn das? Fliesen, Laminat verlegen. Ach so. Ja, aber wir müssen doch das hier streichen eigentlich. Nee, es wird nicht verlangt, also machen wir es auch nicht, ne? So, das wäre eigentlich mal erstmal die Wände. Ach, wie süß. Das ist Schlafraum und Arbeitszimmer. Streiche mit den Farben reizvoller Lavendel und heller Lavendel. Wieso gleich zwei Sachen? Ja. Soll ich das dann so? Oder, naja, wir müssen mal gucken, wie wir die Raumeinteilung machen. Farbe. Weg. Wo ist Lavendel? Reizvoller Lavendel und heller Lavendel. Also das ist einmal der. Zack, die Dose und heller Lavendel. Die Dose. Ha, sieht fast ähnlich aus. Dann wissen wir das schon mal. Den Wischmopp brauchen wir nicht. Danke. War hier was zu tun? Nö. So, jetzt will ich mal sehen, wo müssen wir denn hier. Da brauchen wir himmlisches Blau. Warte mal. Die Farbe können wir auch gleich kaufen. Mach mal dazu, da sieht man doch gar nichts. Eisiges Blau. Wo ist himmlisches Blau? Indigo, Nachtblau. Na nö. Himmlisches Blau. Ach, das soll. Echt? Das sieht nicht blau aus. Das sieht komisch aus, die Blöcke hier. So. Gut. Dann haben wir hier auch schon mal. Da ist das Bad. Keine Aufgaben, okay. So, hier müssen wir auch nichts machen. Was ist denn hier? Ach, das ist ein Arbeitszimmer, aber das ist auch ein Bett drin oder näher. Streiche. Ah, mit schläfrigem Blau. Da können wir einen zweiten Eimer gleich reinstellen. Also, nee, schläfriges Blau haben wir ja noch gar nicht. Warte mal, das ist Indigo. Da. Plopp. Sozusagen schon mal die Arbeiten verteilen. Was haben wir hier? Das ist eine Küche hier. Da müssen wir nichts machen. Gut, dann machen wir hier gleich wieder zu. Ja, wo müssen wir jetzt fließen? Hier sehe ich nur wieder viel streichen. Das war der Raum, ne? Die Küche, ja. Ah, Legefliesen, Keramikfliesen, montiere Geräte, Legefliesen, Gegenstand entfernen, Stahlregal für die Garage. Aha. Moment mal. Ach so, das heißt nur Stahlregal für die Garage. Eine Garage hat er nämlich gar nicht. Verkaufen. So, ein Spiegel soll man anbringen. Was ist denn das? Du kannst bei Toilette. Ach so, da gehört ein Klo hin. Ah, verstehe. Gut. Ja, Leute, so in etwa haben wir jetzt schon mal alles festgelegt. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Hausmeister und Baumeister Legolas. Tschüss.